Der ist dead, Leute. Der ist eine Sitting Duck. Ach, eine Warspite ist neben uns. Okay, dann wird die T61 kein Problem für uns sein vorerst. Oh nein. Nein, 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 nein. Ich traue mich nicht mal, ein U-Boot anzufassen in Ranked. Aber wieso denn? Gut, du kannst mal im Koop probieren, ein bisschen mit den U-Booten rumzuderpen. Es ist am Anfang ein bisschen... Ja, ist halt komplett neu, ne? Ist ein bisschen erschreckend vielleicht, mit dem Ding umzugehen und nicht zu wissen, was Sache ist. Aber man muss halt damit fahren, um es zu verstehen und zu lernen. Und dann wird man auch warm damit. Einfach probieren. Dafür gibt es ja zum Beispiel auch die Koop-Gefechte. Aber Koop und Ranked ist nochmal ganz was anderes, ne? Eternal, nice. Sehr geil, sehr geil. Wo sind denn die Unterschiede bei den U-Booten, bei den Nationen? Ich habe selber noch nicht mit einem anderen U-Boot gespielt. Ich bin jetzt nur mit der U69 unterwegs gewesen bisher. Wir können sehr gerne auch mal ein anderes U-Boot nehmen. Das amerikanische. Da müssen wir dann im Hafen aber erstmal gucken, was das U-Boot so kann. Also was die Unterschiede zwischen den U-Booten genau sind. Black Wolf, Mann. Danke dir für dein Host und herzlich willkommen. Servus an dich und deine Meute. Dein Rudel. Dein Rudel, so. White Wolf, danke dir für dein Follow. Servus. Herzlich willkommen. Wir spielen gerade U-Boote, Ranked Battles. Ich versuche damit ein bisschen klarzukommen, ein bisschen warm zu werden. Ich denke, es wird immer besser. Aber es gibt noch viel Potenzial nach oben. Die Wasserbomben haben keinen Effekt auf Oberflächenschiffe, das ist richtig. Boah, was macht er? Was? I don't know. Keine Ahnung, was das jetzt war. Die Deutschen spielt mal aggressiver. Anderes U-Boot wäre aber nicht mehr Neues. Ich mag halt die U69. Gang. Smirk. Die haben mehr Reichweite. Die Amis sind vielleicht mehr die Sniper. Das kann gut sein. Kürzer Torpedos, langsamer Ping. Besseres Hydrophon. Generell langsamer. Wir haben vor uns ein feindliches U-Boot. Da kommen schon Torpedos. Ziemlich close. Ich tauche gleich ab, sobald wir das eingenommen haben. Okay, Einsatztiefe. Da vorne ist das U-Boot. Torpedos voraus. Der ist dead, Leute. Der ist eine Sitting Duck. Meine Torps holen sich den. Also da bin ich mir jetzt halt auch noch nicht so ganz sicher, wie ich in so einer Situation reagieren würde, um ehrlich zu sein. Ich habe mich in so einer Situation noch nicht wirklich befunden. Hallo. Es ist schwierig. Luna was here. Hi. Ich hoffe, kommt wieder. Dankeschön für dein Follow. Moin. Es waren 4 Kilometer nach Ping. Ja. Er ist aber schon tot. Ne, ist nicht. Ach, er repariert das. Dann müssen unsere Torps aber trotzdem vielleicht noch treffen. Oh nein, er ist zu schnell geworden. Schweinerei. Wegen den Torps, die er gerade genascht hat, hat er repariert. Der Johnny. Schwierig, schwierig. Gehen wir Richtung Dunkirk. Und dem anderen Ding. Oder können wir nochmal...
Was hat er vor? Der wird doch links rumfahren. Pass mal auf. Wir können doch jetzt hier um die Ecke torpen. Möglicherweise noch. Einmal schön die Torps nach oben ballern. Und dann pingen. Und jetzt homet ihr bitte mal kurz da drauf. Ja, guck mal, hier schön um die Ecke getorbt. Lustig. Oh, er hat wieder repariert. Okay, stopp. Uff. Ja, komm noch ran sogar. Einen nimmt damit. Oh, gar keinen! Die haben aufgehört zu homen. Kurz vor dem. Einschlag. Und da hat er noch einen schönen Turn reingemacht. Okay, wir haben eine Dunkirk direkt vor uns, Leute. Die wird sich dort beachen. Wie es aussieht. Ja, hat sich gebeacht. Warum kann ich sie nicht mehr sehen? Weil sie hinter der Insel ist. Wir müssen die jetzt eigentlich wegmachen hier. Da ist er wieder. Ich hätte jetzt auch theoretisch noch ins... Das müssen Zitadelltreffer werden eigentlich jetzt. Nochmal welche. Sehr schön, der ist raus. Wir haben eine T61 noch bei uns, Leute. Irgendwo. Ziemlich nah. Ach, eine Warspite ist neben uns. Okay, dann wird die T61 kein Problem für uns sein vorerst. Oh nein. Nein, 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 nein. Oh, das war... Oh, das war was anderes. Das war was anderes. Torpedos auf Steuerbord. Abtauchen, abtauchen, abtauchen. Keine Lust, die Torpedos zu nehmen. Warspite lebt noch, sehr schön. Das heißt, wir gehen jetzt hier auf die T61 zu. Versuchen den Dude zu spotten. Er schmeißt Wasserbomben auf den Zerstörer. Wo ist er denn? Da ist er doch. Okay. Wie ist er wieder zugegangen? Zwei Treffer. Spotten ihn direkt wieder. Er kommt auf uns zu. Okay, das ist gut. Links ist noch ein Kreuzer. Wir haben ein paar Sekunden allerdings. Scheiße. Wir haben zu viel. Oh nein, wir haben zu viele Sekunden. 20 Sekunden. Bis unsere Torpedos ready sind. Müssen rückwärts fahren. Auf ihn zukommen lassen. Ronan, ich danke dir für 12 Monate. Vielen, vielen Dank. Lading. Er ist dead. Glück gehabt. Zwei Torpedos getroffen. Das hat uns den Arsch gerettet. Jetzt kommen noch Fallschirmbomben. Schnell runter unter die Tiefe. Oberflächendamage. Sehr schön. Das hätte ich jetzt gar nicht machen müssen, was ich gerade mache. Ich muss sowieso auftauchen wieder. So, Warspite, du hast noch richtig viel, ne? Sehr schön. Dich brauche ich nämlich als Unterstützung. Das war knapp, Leute. Das war knapp. Der Fight eben.
Wie willst du dann zu U-Boot rausnehmen als Zerstörer? Ja, einfach nicht frontal auf ihn zufahren. Du musst ein U-Boot über eine Flanke angreifen. Ein U-Boot ist nicht so wendig. Unter Wasser noch weniger als an der Oberfläche. An der Oberfläche ist das U-Boot, kannst du beschießen. Wenn es unter Wasser unterwegs ist, dann ist es bei weitem nicht so wendig wie ein Zerstörer. Und dann kannst du um das U-Boot drumherum fahren. Und eben in die Seite fahren. So, dass es dich halt gar nicht angreifen kann mit den Torpedos. Rechts. Das hier. Energie. Die du noch hast. Hallo Red Container. Moin. Und hallo Rattentod. Servus. Haben die Tops ein ähnliches Verhalten wie deine LKW in SnowRunner? Nee, hoffentlich nicht. Weil dann würden die ja nie am Ziel ankommen. Also ich muss jetzt erstmal an der Oberfläche bleiben. So, also auf der Oberfläche bist du relativ wendig, soweit ich das sehen kann. Halt, nein, wir müssen oben bleiben, halt, wir müssen oben bleiben. Wir wollen ja einnehmen. Wenn du aber langsamer wirst, ne, dann drehst du dich schon gleich gar nicht mehr so schnell und mal so eben wegbeschleunigen machst du in einem U-Boot auch nicht, wie ein Zerstörer. Das Gefühl, dass sie lange brauchen, bis sie beschleunigen. Wenn ich jetzt Vollgas gebe. Und das gibt eben auch anderen Schiffen dann die Möglichkeit, eventuell U-Boote zu outmanövern. Freut mich, dass es gefällt, Enemy, Mann. Freut mich. Ich war aber kurz davor, ne? Teilweise. Das zu beenden, das Spiel. War dann hier und da ein bisschen frustrierend, aber dann... Ansonsten war es echt cool. Und herzlich willkommen. Hi. Moin. Ich hoffe, bei dir ist alles gut. Ja, idealerweise hast du selber einen Hydro mit dabei, der Servas, dass du siehst, wann Torpedos auf dich zukommen. Dann kann man rechtzeitig mit dem Repair den Torpedos ausweichen und dann wieder auf ihn zufahren. Also ja, es ist... Man wird sehen müssen, wie das funktioniert richtig. Das Counterplay dann in den echten Situationen. Die T61 hat jetzt halt einfach versucht, mich, ne, zu rushen dort. Und in der Situation hätte er möglicherweise einfach vielleicht, ist schwer zu sagen. Es war auch ein bisschen Glück dabei, dass meine Torpedos ihn getroffen haben. Muss man an der Stelle auch ganz klar sagen, gell? Jetzt ist er tot. Ich habe den schönen Ausgang gar nicht gesehen, wie der ausgehen soll. Das Ende. 2104. Das war doch eine coole Runde jetzt gerade mal mit dem... Das ist die mit den meisten Erfahrungspunkten, die ich bisher gemacht habe. Interesting. Ja, not bad, not bad.